Wir haben es geheißen, wir werden abkommandiert in das Schwarze Meer und sind am 13. bei der Marine verböhnt und am Freitag, den 13.11. abmarschiert Richtung Kiel. Sind bei Rügen vorbeigefahren nach Kiel über den Kaiser-Wilhelms-Kanal, heute heißt der Nord-Ostsee-Kanal, soviel ich weiß, nach Hamburg. In Hamburg hatten wir uns die Aufbauten abgeschnitten, das Geschütz weggenommen und alles runter auf Eisenbahn verladen und auch die Motore. Und wir sind dann raufgeschleppt worden, die Elbe war eine sehr schöne Fahrt bis Dresden. In Dresden sind wir zeitlang gelegen und auf einmal hat es geheißen, vor Weihnachten ab über die Autobahn nach Ingolstadt. Man hat, es war toll, diese Reise ist durchgeführt worden von der Deutschen Amerikanischen Petroleumgesellschaft, hat es damals noch geheißen. Es war auf einem Tieflager-Lader mit 38 Achsen, wobei die letzten Achsen lenkbar waren. Auf der Seite ist ein eigener Lenker gesessen in der eigenen Kabine. Vorn waren auf einer Deichsel dann 5 Hanomag-Diesel und hinten haben 4 angeschoben. Immerhin war das Boot 50 Meter lang. Die waren synchron geschaltet und dann ist losgegangen und in 48 Stunden waren wir von Dresden in Ingolstadt. Wir durften nicht an Bord bleiben, weil die Differenz zwischen Aufbauten und Autobahnbrücken war 20 Zentimeter. Das war alles ausgemessen, ist alles da losgegangen. In Ingolstadt haben wir uns dann, da habe ich Weihnachten wieder mal erlebt, zu zweit. Das war nicht besonders schöne Weihnachten. Und dann sind wir in die Donau geworfen worden und sind runtergeschleppt worden nach Linz. In Linz sind wir zusammengebaut worden und haben einen Eisstoß abgewartet, 43 im Frühjahr. Und sind runter, dann bis Sulina runter geschleppt worden, nachdem und mit eigener Kraft das ein bisschen schief gegangen ist. Der kleine Strudel war die erste Hürde, wo wir hängen geblieben sind, 3 Boote. Und da sind wir von Wien aus 10 Boote in 2 Becken zu je 5 Booten zusammengeschlossen worden und sind mit einem Schlepper runter. Die Fahrt war sehr schön. Es hat unten Forschungserlebnisse in Bulgarien gegeben. Die werde ich nie vergessen und sind bis Sulina gekommen. In Sulina. Von dort aus haben wir nochmal die erste Fahrt rauf Richtung Odessa und haben einmal weiter hinauf getastet, auf die Krim rüber, Sevastopol und von dort aus ist praktisch dann die Vorgang, der Nachschub am Kuban. Wir haben dann ziemlich viel Nachschub gehabt, wobei damals schon Ende 43, hat praktisch, nicht Ende, vorher schon in August, da waren wir in Asowschen Meer, in Genicek hat das geheißen, haben wir nach Kuban rübergeführt, Munis hätten wir sollen führen und Magadendaware für Pferde, haben wir gesagt, das war ein Presshafer und einmal sind wir mit 100 Tonnen Sprudel rübergefahren. Bei der Hitze, das war ein Geknatter, nur die Flaschen ziemlich in die Luft gegangen sind. Wie wir angekommen sind, die Landsäden uns bald erschlagen. Die haben ja gewusst, wir können nichts dafür. Wir haben unter Lebensgefahr den Sprudel rübergeführt und die Muni ist in Genicek gelegen. Man wollte mich zu dieser Zeit auch auf einen Unteroffizierlehrgang schicken, aber ich hat man mich gefragt, ob ich keinen militärischen Ehrgeiz hatte. Den habe ich schon verloren gehabt. Nicht? Also da war nichts. Und dann habe ich auch einen Bord gehabt, einen Kameraden, der ein Studienkollege war von Horst Wessel. Das war also, da ist praktisch, es ist natürlich auch politisiert worden, er war dann auch nicht mehr begeistert, er hat auch schon zu viel gesehen. Wie dann der Kuban-Brückenkopf ist aufgelöst worden im Herbst 1943. Also ich muss sagen, das war ja noch ein geordneter Rückzug. Man hat zum Beispiel auch eine Brücke rüber gebaut, von Kertsch nach Kuban, weiß nicht, 1,5 Kilometer oder 2 Kilometer war das. Wie sie fertig war, hat man es gesprengt. Aber jetzt sind wir mit unseren Booten, mit allen Einheiten, was da zu Hilfe gestanden sind, haben wir rückgegeben. Wir haben nicht nur
Kriegsmaterial rübergeführt. Wir haben nicht die erste GT war zum Beispiel, die erste Gebirgsdivision war drüben im Kaukasus, nie haben wir rübergebracht. Wir haben unter anderem auch Zivilisten mitgebracht und einmal kann ich mich erinnern, haben wir sogar den ganzen Laderaum für Kühe gehabt. Also es ist alles rübergekommen, was möglich war und der Kuban-Brückenkopf ist aufgegeben worden. Zwischen Sewastopol und Kertsch hin und her, bis die Russen, bei Garmisch-Baron hat das geheißen, einen Brückenkopf gebildet haben. Und da sind natürlich russische Vorpostenschiffe, wir waren, sind auch Vorposten gefahren. Also da hat es leichte Gefechte zwischendurch immer gegeben. Einmal kann ich mich erinnern, da, von dort aus ist der Krieg dann immer furchtbarer geworden. Ein russisches Boot haben wir aufgebracht, so ein Vorpostenboot, und die zeigen die weiße Fahne. Und wie eines von unseren Booten hinfährt und will die übernehmen, sind sie mit den MPs rausgesprungen und haben unsere Leute niedergemacht. Es klingt hart, wenn ich sage, das russische Boot ist auch nicht überblieben. Man kann sich ja das gar nicht vorstellen, die eigenen Kameraden, man muss zuschauen, wie die mit so ums Leben gekommen sind. Aber abgesehen davon, es war das überhaupt nicht schön. Jedenfalls hat man dann sind wir die ganzen Boote abgezogen nach Sewastopol, 44er Jahre. Und da ist es dann eigentlich furchtbar geworden. Insofern, dass es geheißen hat im Frühjahr, Führerbefehl, die Krim wird geräumt. Dann haben wir praktisch runtergeführt bis Odessa. Führerbefehl, die Krim wird gehalten, haben wir wieder rübergeführt. Und so ist das gegangen, bis endlich das endgültige Kommando gekommen ist, die Krim wird geräumt.